alle durch, ja, so ist das überall. Doch Gott sei Dank sind wir ja nicht allein. Wo man an den Kopf kann man auch herein. Wenn ich mir an der Frauen etwas vor, dann bei uns bei Mama. Du weißt ganz genau, dass ich für meinen Gesangsunterricht üben muss. Wie soll ich mich denn da einsingen, wenn du mit deinem blöden Krach hier die ganze Straße vollbrüllst? Mama, was soll das eigentlich werden, ne? Fruchtbarkeitstanz? Ich dachte, du übst für deine Klausur. Wollte ich ja, aber mit deinem Indianergeheul hier kann man sich ja nicht konzentrieren. Hast du die Musik ausgemacht? Die Musik aus? Musik ist aus. Shitkram. Ja, mit das hier wieder. Ruhe, sag ich! Ah. Oha, oha, oha. Kaputt! Ja, und du? War ja mal ganz schön mit dir. Was erwartest du auch? Okay, ihre Garantie ist schon abgelaufen. Vergiss nicht, sie ist schon sehr, sehr alt. Sie war schon alt, als wir sie gekriegt haben. Oma? Die Anlage. Was gibt Ärger mit Papa? Na, ich weiß, der kann Oma sowieso nicht ab. Man hat auch selbst Schuld. Statt einfach einmal eine vernünftige Anlage zu kaufen, schleppt er die ganze Familie auf den Dom zum Lose ziehen. Erinnere mich bloß nicht daran. Ja, hilft nicht. Entschuldigung. Wir müssen das in Ordnung bringen. Aber lass dir das vom Fachmann sagen, nicht versagen. Tobi fragen. So. Tobi! Das ist der Fernseher. Ja, weiß ich. Ja, ha! Kommt gar nicht in die Tüte. Wo ist das Werkzeug? Neben dem Verbandskasten. Ja, wo ist der Verbandskasten? Da, wo er immer ist. Aber wo ist das? Frag doch Mama. Soll ich vielleicht auf der Kur anrufen? Du Dummerchen, das heißt bei der Kur anrufen. Okay, dann rufe ich ihn bei, Mama, bei der Kur an. Hör mal, spinnst du? Du willst mir also nicht sagen, wo das Werkzeug ist. Bin ich etwa lebensmüde? Da muss ein Fachmann ran. Eben. Sicher ist sicher. Da muss ein Fachmann ran. Fachmann ran. Oh. Autoverglasung, Baumschule Heißöl, Barkassenvermietung, Baustellerbekleidung, beratende Ingenieure, Fenster und Fixer, Reparaturen, 4389. Laubsing? Das ist eine Bügelsäge, Schwesterherz. Ha! Der Stecker! Mann, sind wir dürrig! Der Stecker ist raus. Das war ich eben. Ich hab gedacht, wenn ich den Stecker rausziehe, dann hat das Teil Zeit, sich so ein bisschen zu verpusten. Weißt du, manchmal hilft das. Das war's denn wohl. Nur ist das Teil total im Murks. 4389. Oh, oh, Oma. Oh, oh, oh. Wer von euch? Er. Weiß, wie der Vater von David heißt. Wie wird er heißen? David, ja. Wie der Sohn, Copperfield. Oh, genau. Das alte Testament. So. Der Vater von David im alten Testament. Ja. Goliath. Das war der Bruder. Nee, viel zu lang. Das passt gar nicht. Nee, das stimmt auch nicht. Das ist viel zu lang.
wie das Bein vom Gartentisch, nicht, Tobi? Oh Mann, Mann, du und dein Talent, oh Gott. Du willst den Gartentisch entwackeln. Irgendwas muss ja repariert sein, bevor Ritchie kommt. 4, 3, 8, 9. Gut, ne? Hat Ihnen gefallen, ne? Haben Sie es mitgekriegt, dieses Technische? Da wollen Sie noch mal ansehen. Vielleicht wie unsere Fernsehzuschauer auch. Kamera fest. Großaufnahme. Und Achtung. Da. Aufgeschlossenes technisches Publikum. Hallo Kinder! Ist keiner da? Was ist denn hier? Ach, das telefoniert mal wieder einer von den Hörern. Wollen wir mal sehen, wer das ist? Mit mir ist alles in Ordnung, Papa. Ah, denn ist was mit Oma? Warum? Ja, so, war das nicht der Notarzt? Nö. Na, sag mal, mit welcher Tarifzone telefonierst du denn zu dieser Tageszeit? Oh. Normaltarif! Ja, sag mal, willst du denn etwa diese Telekom reich machen? Das soll eine Überraschung werden, Papa. Ah. Was ist das? Oh. Was ist das? Das soll Überraschung werden. Ja, und was soll das? Oh, das warum steht die Anlage mitten im Raum? Ah, ja. Soll wohl eine Überraschung werden. Ja. Ja, hier hätten wir was bequem anziehen. So. Ja, erstmal das bequemere anziehen, habe ich ja gesagt. Ja. Tja, hat er schon was vergessen? Zum Glück noch nicht, aber wenn der Mechaniker kommt, dann müssen wir ihn ablenken, ja? Du, hilf mir mal. Mann, das ist gleich halb. Ja, und? So, wenn er den Wetterbericht hören will. Gar kein Problem. Was soll das denn? Man sich bleibt, ganz als andere. Herr Pfeiler, willst du ihn noch ein bisschen hinlegen? Was denn, wo denkst du denn hin? Ich hab mir ganz viel Arbeit mitgebracht. Ja, dringende Akten. Ganz eilige Sache. Ja, Papa, dann mal los. Je eher daran, desto eher davon. Soll ich denn die Sachen in das Gästezimmer bringen, ja? Also wie oft soll ich dir noch sagen, das ist ein steuerlich absetzbares Arbeitszimmer. Macht ja nichts. Ja. Muss ich mich heute noch durchbeißen. Oh Mann, sag doch mal weg, das kann einem ja schlecht von werden. Ja, besser ist das, beiß ich mal durch. Ja. Interessante Akten dabei? Ja, was denkst du wohl? Lauter Kontrollmeldungen über zweifelhafte Bewirtungsvorgänge. Sag mal, bist du wahnsinnig? Das sind bloße Blätter drin! Hast auch recht. Mach mal den Wetterbericht. Morgen wird's schön. Ja, was denn? Schön warm oder schön kalt?
Oh, mal so, mal so. Was heißt das? Na ja, veränderlich. Oh, Quatsch. Ich will auf dem Schwarz auf Weiß hören. Wünsch ich erst mal ein Bier. Ja, das auch wahr. Kleines Bier. Mhm. Oder lieber ein großes? Das ist mir egal. Alkoholfrei? Ach, nichts, bleifrei. Ich hab Feierabend. Kalt? Oh, ja. Oder nicht so kalt? Oh, Mann. Noch ein Glas. Ich geh schon selbst. Hab mich wieder bereit zu gehen. Von Mama drin, hier. Was schreibt sie denn? Oh, keine Ahnung. Ja, du hast nicht reingeguckt? Nee. Also, das kommt nicht zu fassen. Da kommt ein Brief von Mama und du machst ihn nicht mal auf. Okay, okay. Der ist ja an mich abgeziert. Und da steht, ich kann den Brief auf. Hast wohl noch nie was von Briefgeheimnis gehört, was? Lies mal vor. Ja, sie schreibt, wir sollen das Band abhören. Nee. In liebe Mama. PS. Richard, guck bitte in die Tiefkühltruhe, ob ich aus Versehen dein Bier da reingelegt habe. Oh, Papa, jetzt ist endlich Feierabend. Ach, was denn? Bitte. Ich will doch jetzt keine Suppe. Das ist dein Bier. Oh, gut gegen Erkältung. Omi. Omili. Und so. Das können wir heiter werden. Na, dann wollen wir mal. Nein, jetzt sind wir schon mal hier. Keine Angst. Er hat den Handtuch wieder nicht abgestellt. Das ist der Mechaniker. Bloß, wenn keiner, überhaupt keiner zu Hause ist, dann soll er vielleicht an die Zahnung da. Ich gehe schon an die Tür. Von der schnellen Truppe. Kommen Sie rein. Guten Tag. Hier sind die... Die Anlage steht im Wohnzimmer. Na, Sie sind ja gleich zu zweit gekommen. Ja, wir sind nämlich verheiratet. Wie verdammt. Kommen Sie rein. Na, wo bleiben Sie denn? Da hat doch einer gebellt. Wir vermuten einen Hund. Das war Hasso. Ein Kampfhund, was? Du musst auch nicht immer übertreiben, Schatz. Das war allerhöchstens ein Dackel. Hab ich recht? Mit so einer tiefen Stimme? Wenn er im Stimmbruch ist, mein Intelligenz. Das war doch eindeutig ein Kampfhund. Das hört man doch. Das ist nicht fair. Geknurrt hat er nicht und das Bellen war auch anders. Mehr so... Also Hasso klingt doch ein bisschen anders, wenn ich das mal demonstrieren darf. Ach, darüber wollen wir nun nicht streiten, ja?
Stell hast du doch noch mal an. Nee, machen Sie den Hund doch frei! Ja, genau, sonst kommen die beiden überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Da steht die Anlage. Was ist denn mit der Anlage? Auch nichts Ernstes, sie funktioniert nur nicht. Papalapap. Vielleicht darf ich uns erst einmal vorstellen. Es geht eben nicht. Da ist nichts kaputt. Gernot, Haus und Frau. Kinder! Da haben wir keines, noch nicht. Ja, da haben Sie sich wohl vergeblich bemüht. Wie bitte? Die meinen. Wenn die zwei schon mal hier sind, können Sie das doch gleich in Ordnung bringen, wie? Ja. Jetzt gleich? Ja, wann denn sonst? Ja, wir haben noch viel Zeit. Moment, was machen Sie mit viel? Ja, wir wollten schon einige Jahre hier bleiben. Bitte? Ja, wir haben ja auch lange genug gesucht. Ja. Wieso? Ich habe die Adresse doch laut und deutlich gesagt. Sind Sie der Unsucht? Oder gibt es auch eine Frau Unsucht? Im Prinzip ja. Aber jetzt nicht gerade. Sie ist gerade im Urlaub. Kurpapa. Ist doch dasselbe. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist ja ein Service. Wieso Service? Ja, gleich mit Blumen und so. Aber das gehört sich doch so. Also kommen Sie mir nicht mit der Masche, ja? Da können Sie bei mir keinen Blumentopf mit gewinnen. Gut, dann nehmen wir sie eben wieder mit, nicht Schatz? Wir müssen ja auch noch zu den anderen Nachbarn. Zu Trudels Rhein. Was ist denn bei der kaputt? Also den auch. Gute Nachbarschaft. Oh, das ist ja nett. Guten Tag, Frieda Mehlmann. Guten Tag. Unsere schöne Blume. Ja, nun wirklich nicht Blödes getan, nicht? Das hat Herr Unsorg auch schon gesagt. Ich habe das Sofa gesehen, was Sie reingetragen haben. Wunderbar. Ja, ganz wunderschön. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Lass gut sein, Oma. Das sind Techniker. Die handeln nicht mit Möbeln. Freut mich. Dass ich wieder so schöne, nette Nachbarn habe und so jung und... Oma, das sind Radio- und Fernsehtechniker. Nein. Doch. Sie streiten es doch nicht immer ab. Gut, weil meine Schwiegermutter tüdelig ist, muss man ihr nicht immer recht geben, nicht? Wir sind aber wirklich Ihre neuen Nachbarn. Ja, eben. Was sagst du nun? Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Geht ganz schnell. Und wieso behaupten Sie andauernd und immer wieder, dass Sie Radio- und Fernsehtechniker sind? Warum steht der Kaffee überhaupt verkehrt rum? Weil man ihn so besser reparieren kann. Wie müssen wir tun? Wir warten auf die Mechaniker her. Nein, warten wir nicht. Er ist ja schon da. Fassen Sie mal mit an. Milch. Bitte überhaupt keinen Kaffee. Ach, mach nicht, geht ganz schnell. Und nicht nur besser. Der Tief auf Leute Almut schwächt sich über den Kopf. Ich fass es nicht. Jetzt nicht. Ich bin Tobias. Inga. Ja, ich bin Pamela. Inga. Da sind ja also tatsächlich unsere neuen Nachbarn. Richard Unser. Gernot Pauls. Aha. Und das ist meine Frau. Angenehm Potowski. Ja, was denn nun? Pauls oder angenehm Potowski? Inga Potowski. Ah ja, na. Na bitte. Bitte. Wie sind Sie denn so veranlagt? Entschuldigen Sie mal, wir sind verheiratet. Jeder für sich? Oder gemeinsam? Miteinander, selbstverständlich.
Das ist nicht korrekt. Wie bitte? Korrekt heißt es gemeinsam. Gut! Denn sind wir eben gemeinsam verheiratet. Sie hat ihren Namen behalten. Also mein Vater interessiert nur, wie Sie steuerlich veranlagt sind. Was Sie im Bett machen, interessiert ihn eigentlich nicht. Das geht ihn eigentlich auch gar nichts an. Eigentlich nicht. Aber im Prinzip schon. Ich bin Finanzberater. In welcher Klasse sind Sie? Ich bin Steuerklasse 3. Ich bin 27. Das gibt's ja gar nicht. Sie ist sicherlich... Gut, ich will ehrlich sein, 28. Ich bin einmal sitzen geblieben. Sie meint Klasse 5. Richtig, wegen 5 in Rechnen. Also, wir sollten mal 4 und 4 durchrechnen. Naja, lassen wir das. Machen wir denn mal später. Sie kommen ja wahrscheinlich nun öfter, ne? Also da ist am besten, wir füllen gleich mal 2 Karten aus. Ja, und immer wenn einer von Ihnen uns besuchen will, dann... Dann nehmen Sie Ihre Karte, stecken Sie kurz in die Steckspur. Wie bitte? Ja, bei mir hat alles seine Ordnung. Hier hat jeder seine Zeiterfassungskarte. Seine persönliche Zeiterfassungskarte. Seine ganz persönliche Zeiterfassungskarte. Und was soll das? Ja, das werden Sie zu schätzen wissen, wenn Sie mal sowas brauchen wie ein Alibi. Alibi? Alibaba. Inga Potowski. Geborene Potowski. Das ist doch Quatsch. Datum? Der 27. Das kann ja jeder sagen. Der 27. Abteilung? Nachbarn. Der Kaffee ist fertig. Nehmen Sie mal den gleich mit rüber, nicht? Und woher wissen Sie denn, dass wir gehen wollen? In diesem Haus bleibt keiner lange. Herzlich willkommen. Potowski mit I. Komm, Schatz. Ich glaube, wir gehen dann besser lieber. Ja, und ich bring Sie besser lieber zur Tür. Was? Komm. Oh. Potowski mit I. Hätte er doch gleich sagen können. Naja, jedenfalls sind wir jetzt unter uns. Dann können wir jetzt ja Mamas Kassette hören. Was? Du willst doch jetzt nicht etwa Mamas Kassette abspielen. Mama will es so. Ja, sie ist aber nicht da. Und außerdem muss ich nachher noch dringend an die Akten. Tobi, was sagst du dazu? In 20 Minuten muss ich hier weg. In echt? In echt. Und dann blende ich mich hier aus. Ja, da brauchen wir doch gar nicht mehr anzufangen. Ja. Also, dann bin ich dafür, dass wir abstimmen. Wir leben schließlich in einer Demokratie. Im Prinzip ja, aber hier ist das Quatsch. Also, ich bin dafür. Ist irgendjemand dagegen? Fein, dann hören wir jetzt gespannt. Hey, und was ist mit Tobi? Und mir ist das wurscht. Das heißt nicht Wurscht, das heißt Enthaltung. Du kommst doch nicht weiter. Lass uns doch einfach eine Münze werfen, ja? Also ich habe für sowas kein Geld. Frag mir doch Oma! Nein, ich weiß was Besseres. Wir ziehen Streichhölzer. Ja komm, gib her, ich mach schon. Nee, nix da, nix da. Du kriegst sie immer so kurz ab, dass man sie nachher nicht mehr gebrauchen kann. Nicht gucken. Wer den längsten hat, darf bestimmen. Na, da komme ich ja wohl nicht in Frage, wa? Gewinn tue ich! Du ziehst doch sowieso den Kürzeren. Erstmal schön mischen. Pamela? Tobi? Ja! Sag ich ja. So, Bruderherz, dann sag mal, auf wessen Seite stehst du? Hm? Ja, das würde ich auch gern wissen. Hast du noch Geld für heute Abend? Ja. Danke. Dann hören wir jetzt das Band zu. Der klügere Gegner. Also, Pamela. Pamela!
Stell erstmal die Klingel ganz ab, damit die Wrangelsche uns nicht wieder in die Suppe spuckt. Mach ich, Papa. Ja. Tobi, du sitzt hier. Pamela? Ja? Du sitzt da. Und ich bediene die Anlage. Oh, ja, sonst geht die noch wirklich kaputt. So. Ich hol noch Kiefer Schiff. Und ich was zu trinken. Aber bitte kein Bier. Bezahlen müsst ihr doch. Kinder, kann losgehen. Oh. Keine Leinwand sich bestimmt die alte Wrangel ausgeliehen. Nimm doch einfach ein Dostojewski oder Nietzsche. Muss mir merken, zwei Nietzsche sind ein Buddenbrook. Ich hätte doch Literatur studieren sollen. Nietzsche mit Sex. Kinder! Komm mal nur zurück. Leinwand ist nicht da, hat sich irgendwer ausgeliehen. Sicher die Wrange. Nee, die hat schon die Buden hoch. Egal. Die Leinwand ist nicht da. Du hast jetzt hier wieder dein Trinkanzug darüber.
Was hat Mama nun davon? Schaut ihr gar nichts. Oder die Bettlaken auf. Mann, warum hast du sie wieder angemacht? Jetzt müssen wir noch Bettlaken holen. Wir haben hier im Mittelalter. Nehmt aber kein Spannbettlaken und kein Fieberbettuch. Das sieht so ein kältiges Bild. Da wäre ich auch noch drauf gekommen, da auf dem Süßerbrot. Die andere Seite müsst ihr euch selber mal was einfallen lassen. Ja. Kinder. Doch kein Spannbett mehr. Und dann noch Biber. Macht ein pelziges Bild. Dann habe ich ja wohl das Richtige. Ja, die eine Seite kannst du da am Bücherbord festmachen. Ja. Und mit der anderen Seite? Ja, da müsst ihr euch mal was einfallen lassen. Nee, das nützt nichts. Einer muss es festhalten. Ja, ich nicht. Ich will mir schließlich die Bilder angucken. Und ich muss in 15 Minuten hier weg. Ja, ihr Lieben. Da bleibt ja nur mal wieder einer über, ne? Oh Mann! Da ist ein Fleckchen. Guck mal, was du immer hast. Da ist kein Fleck. Gar nicht da. Tosti. Und ich sag noch, du sollst nicht immer Cola im Bett trinken. Also nächstes Mal bringst du das Laken aber ein bisschen eher in die Weste, ne? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Kann doch mal passiert. Ja, im Prinzip ja. Ich war ja auch mal jung. Was denn? Du meinst halt, wenn ich das denn so stört, dann bringe ich dein Laken eben zurück in dein steuerlich absetzbares Arbeitszimmer. Wo willst du denn hin? Omi, bleibst du wohl hier? Du sollst das Laken halten. Komm schon, Tobi, komm mal rein, bring dir den Schrotthaufen damit. Ja, ja. Ah, hier ist was los, hier ist was los. Oh, los hier. Bitte. Ja, warum nicht gleich hier? Ich hab doch gesagt, lasst euch was einfallen, dann können wir ja jetzt anfangen. Ja. Na ja, dann guckt man schön, nicht? Oh mein Gott, was habt ihr denn schon wieder? Jetzt sind wir gerade Anfang vom Telefon. Ja, und Doc? Wie bitte? Sichtbehinderung? Ach, Sichtbehinderung, ja. Ja, ja, das diskutieren wir mal kurz durch. Das war Herr M. aus Z. Hä? Die Fernsehzuschauer können gar nicht gucken. Ach so. Ach, wir auch nicht. Oh. Umsetzen. Umsetzen. Ja, unverkennbar. Bei meiner Ankunft. Aha. Piep. Wieso piep? Nächstes Bild. Ach so. Das ist das Haupthaus der Klinik. Da essen wir auch. Piep. Weiter. Die Humoranwendungen sind zuerst ziemlich eklig. Wie geht bis zum Hals im Modder? Aber es ist nicht nur leicht. Piep. Bei der Piep. Danach geht's zum Masseur. Und dann hat vielleicht ein Hölf, oh Mann. Unter seinen Händen werde ich weich wie Wachs.
Was? Der hat doch nichts auf dem Kasten. Da braucht er das auch nicht, Papa. Kennst du den Spruch mit den Dummen? Dumm? Gut. Ja, Papa, da kommst du nicht mehr dran. Ach, was ein Blödsinn. Nee, sie weiß doch, was sie an mir hat, nicht, mein Piep? Hier seht ihr die Essensausgabe für die Null-Diät. Ist das nicht appetitlich angehört? Und nun ein Bild vom Tanz. Oh, Tanz auf, das gut. Ja, hab ich auch doch gesagt, euer Marcel. April, April, Richard. Du und deine schmutzige Familie. Du, aber ich hab euch auch gehört. Habt ihr die Klingel abgestellt? Auf der Terrasse hatten wir noch nie eine Klingel. Ja, ich meine die da vorne. Ihr seht die ja, ne? Ja. Lass mal sehen. Was ist das denn? Das ist Marcel. Also das hätte ich nicht von dir gedacht. Was? Also du tickst ja nicht ganz richtig. Das bin ich nicht. So unscharf kann ich gar nicht sein. Ich sehe, was ich sehe. Also sag mal, was siehst du denn wohl? Aber was willst du hier? Ach ja, bei mir wartet ein Mann. Der herzlichen Glückwunsch. Und worauf wartest du? Der wartet nicht auf mich. Der wartet auf dich. Also wieso wartet ein Mann bei dir auf mich? Mach ihn doch selber. Ich denke, der wartet bei dir. Ja, nun ist er ja bei ihr, ne? Hallo, guten Tag. Was wollen Sie? Ich soll hier was reparieren. Was wollen Sie denn hier reparieren? Was? Die Klingel, die ist kaputt. Ist das der Turm? Ja. Die habe ich aber deinetwegen abgestellt. Hände weg vom heißen Turm. Da ist nichts kaputt. Wie oft soll ich dir noch sagen, diese Anlage ist nicht kaputt. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Ich gebe zu. Diese Anlage ist in Ordnung. Wir machen das auch nicht so teuer, ne? Also, Anfang. Anfahrtzeit, Wartezeit. Leider zu kurz. Notdienstzuschlag. Auf. Einmal umsonst geklingelt. Ja. Rüstzeit. Reine Arbeitszeit. Abfahrtzeit. 9 im Sinn, ein runterholen. Nie. Ohne Rechnung? Schwab. Wir verstehen uns. Da verstehen Sie was falsch. Ich bin beim Finanzamt. Was meinen Sie denn, was das ist? Das ist Steuerhinterziehung. Damit macht man sich strafbar. Jawohl. Und nicht nur die, sondern ich auch. Und überhaupt sind die Schwarzarbeiter die Totentrieber des Wirtschaftsstandortes Deutschlands. Das können Sie mit mir prinzipiell nicht machen. Einverstanden.
ist er günstig. Das kann man wohl sagen. Machen Sie auch Toaster? Nee, das ist mir zu heiß. Aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Tschüss, Richard. Schließlich den Marsch blasen.